Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Samstagmorgen gegen 0.27 Uhr kurz hinter der Kreuzung Dresdner Straße, Ecke Sandershäuser Straße in Kassel. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhren drei Fahrzeuge die zweispurige Fahrbahn stadtauswärts. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache kam es dann zu dem folgenschweren Unfall. Ein BMW krachte hierbei in die Leitplanke und wurde im Frontbereich total zerstört. Ein VW schleuderte rückwärts gegen einen Baum und erlitt einen Totalschaden. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach Einsatz von hydraulischem Spreiz- und Schneidgerät konnte die Person befreit werden. Nach einer ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die schwer verletzte Person in ein Krankenhaus eingeliefert. Vier weitere am Unfall beteiligte Personen wurden zum Glück nur leicht verletzt. Das dritte am Unfall beteiligte Fahrzeug wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Um die genaue Unfallursache klären zu können, wurde ein Gutachter in die Ermittlungen eingebunden. Nach letzten Informationen wird auch ein illegales Autorennen nicht ausgeschlossen. Während des gesamten Einsatzes musste die Dresdner Straße komplett gesperrt werden. Zum Einsatz kam die Berufsfeuerwehr Kassel mit insgesamt 18 Einsatzkräften.